Geständnis im Mordprozess gegen Jiltz Högel. Der Krankenpfleger gibt zu, mehr als 100 Patienten in mehreren Kliniken über Jahre hinweg lebensgefährdende Medikamente verabreicht zu haben, um sie anschließend wiederbeleben zu können. Der 41-Jährige muss sich wegen der beispiellosen Mordserie in einem neuen Prozess vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Laut Staatsanwaltschaft handelte er aus Langeweile und um seine Fähigkeiten bei Reanimationen zu demonstrieren. Wir erwarten, dass er mit seiner Salamischeibentaktik endlich aufhört und vollumfängliche Angaben macht, was tatsächlich geschehen ist. Und wir erwarten auch, dass das Rahmenprogramm ein bisschen mit angesprochen wird, sprich Verantwortung der Mitarbeiter und der Vorgesetzten. Vier früheren Kollegen wird der Prozess wegen Totschlags durch Unterlassen gemacht. Zudem laufen Ermittlungen gegen weitere 5 ehemalige Klinikmitarbeiter. Herrn Högel könnte im Falle einer Verurteilung erneut eine Verurteilung zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe und eine besondere Schwere der Schuld, eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld drohen. Möglich wäre auch die Anordnung einer Sicherungsverwahrung. Die Ermittler vermuten, dass Jiltz Högel noch weitere Morde begangen haben könnte. Er war bereits zuvor wegen 6-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.